Willkommen bei Team Family Force. Ich habe mir den Ricardo geschnappt, der bei der Hanse Challenge die Top 8 erreicht hat. Was hast du heute gespielt? Hallo, ich habe ein reines Dino-Deck gespielt und war ganz zufrieden, wie es sich gemacht hat. Dann zeig uns mal dein Deck. Also ich habe 3 ultimative Conductors gespielt. Einfach aus, weil ich die Pille spiele und weil ich oft dann denn keine Ziele mehr drin habe und das so festgestellt habe, dass ich den dreimal brauche. Dreimal auch den Overtext. Gleicher Grund, einen lege ich immer rein, der andere kommt über eine Pille und den dritten brauche ich, um die entfernten Dinos wieder reinzumischen. Kaiju, suchbar. 3 Oviraptor, keine Überraschung. 2 Giant Rex. Ich spiele Gold-Sarkophag. Ich habe das ganz oft, dass ich den Gold-Sarkophag habe und den Rex auf der Hand oder den Sarkophag einfach erst zu spät ziehe. Deswegen 2-mal Rex. Brauch sowieso Dinos Stufe 4, also ist das nicht so schlimm. Ein Verschidosaurus, ein Megaloreiser, weil der direkt angreifen kann, während der Giant Rex nicht direkt angreifen kann. 3 Babys, ganz normal. 2 Ash Blossom, 2 Geisterogre, eine Krähe, random, kommt immer gut, also gegen fast jedes Deck. Das war's von Monstern, Zauberkarten, 3-mal Fossil Dick, 3 Pillen, 3-mal Spielfeldzauberkarte. Ermöglicht halt sehr gute Plays im First Turn, was das Deck sonst alleine nicht kann. Wenn man es jetzt in einer reinen Dino-Variante spielt. Mit der Spielfeldzauberkarte und einem Oviraptor kann ich eine Exit hinlegen und habe danach noch einen Conductor auf der Hand, meistens. Die behindert auch viele andere Spiele. Ich habe vorhin gegen Heroes gespielt, die nimmt dem Dark Lore 500 ATK weg, sodass ich mit meinen 2000 dann drüber rennen kann. 3 Landform, Raigeki, Loch, Gold-Sarkophag, habe ich schon drüber gesprochen, für den Rex. 2-mal Scapegoat, man kann aus dem Scapegoat ein Dings machen, hier ein Missus Radiant, gute Karte, habe noch 2 Token übrig. Normale Monster funktionieren gut mit der Spielfeldzauberkarte, weil die beschützt. Ich kann stattdessen Dinos aus dem Deck zerstören, als Baby halt. Hat gute Synergie. Und es hat natürlich vor allem eine sehr gute Synergie mit der Survival's End. Für alle, die sie nicht kennen, wenn die auf dem Feld aktiviert wird, zerstört die alle normalen Monster auf dem Spielfeld. Also die Token, die ich über die Spielfeldzauberkarte generiert habe, meine eigenen normalen Monster und auch die über Sündenböcke kamen, beschwört so viele Dinosaurier aus meinem Deck, Stufe 4 und niedriger, wie ich normale Monster zerstört habe. Das heißt also mit Scapegoat und der Karte kann ich das Feld einmal komplett fluten. Und kann natürlich dann sehr starke Kompos draus machen. Wenn die in den Friedhof geht, kann ich die aus dem Friedhof auch noch entfernen, um eine Karte von mir, also ein Dino von mir und eine Karte vom Gegner zu zerstören. Hat keine Limitierung, kann alles mehrmals pro Runde aktiviert werden, sehr starke Karte. Das war's vom Main Deck. Extra Deck ist sehr wenig spektakulär, ich habe das nicht besonders ausgefeilt. Extra Deck benutze ich fast nie. Deko-Talker relativ stark, dadurch, dass ich den relativ leicht holen kann und dann mit den Links dazu macht er viel ATK. Das Deck funktioniert hauptsächlich als OTK-Deck, deswegen mit 3-3 oder 3-8 ist der ganz gut. Proxy-Drache 2-mal Link-Spider, damit ich den Deko-Talker machen kann, wenn ich jetzt Scapegoats gespielt habe. Gaia, weil er Erde ist und weil er 3 braucht. Oder du brauchst nur 2 Monster, irgendwelche. Alles gut. 2-6 Angriff ist ganz gut. Missus Radiant ist eben meine erste Wahl, bevor ich irgendwelche Exits mache. Weil ich den aus 2 Scapegoat-Token machen kann und die Dinos sind auch fast alle Erde. Kommt der halt hin, kann ich dann weitermachen. An Exits, ich spiele nur 4 Exits, weil was anderes gibt das Deck nicht her. Tweller, Baguska, 2-mal Dolka. Monster-Effekte annullieren ist ganz gut. Auch in der ersten Runde. Ja, so viel dazu. Castell spiele ich, weil ich daraus zwei. Also, ich lege 2 Monster weg und kann beide Materialien gleichzeitig abhängen, was sehr wichtig ist, wenn ich im Friedhof Material brauche. Und ansonsten halt irgendwas wegmischen. Ich habe vor uns damit einen Crystal Wing weggemischt, der nicht zerstört werden konnte, war auch ganz gut. Ragnar Zero macht Plus, weil durch die Spielfeldzauberkarte alle Monster auf dem Feld, was keine Dinos sind, 500 ATK verlieren, da kein Mensch Dino spielt. Kann ich den quasi safe hinlegen und hab dann immer, kann eine Karte ziehen. Also Monster vom Gegner zerstören, eine Karte ziehen. Photonenfalter für ein OTK. Ich produziere viele Token beim Gegner. Die kann ich durch den in Angriff drehen und renne dann mit 3-5 vom großen Dino drauf. Ist ganz gut.
Einmal lag ja nur, weil ich, naja, sowieso noch nie mehr beschworen habe, aber auch, weil ich durch den Overtax-Coatlus sowieso Zauber und Fallen annullieren kann, deswegen brauche ich den nur einmal. Und, Tornado-Drache, ja, spricht für sich selber. Ansonsten, Side-Deck. Auch nicht wirklich ausgeklügelt. Ich habe halt ein paar Karten reingeworfen, von denen ich gedacht habe, die sind ganz gut. Mindcrush. Für alles, was exzessiv sucht. TT. Zweimal, weil ich meine eigenen Dinos dann, gerade die Babys oder so, denen bringt das was, wenn die zerstört werden. Die triggern ihre Effekte und beim Gegner das ist halt gut. Zweimal Maske der Beschränkung. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass ich heute öfters mal gegen dieses Lair of Darkness Structure Deck spielen werde. Aber das ist wahrscheinlich nicht so gut gewesen, dass es an den gleichen Tischen saß wie ich. Systemabsturz, klar, für ABC. Habe ich auch gehabt heute, war gut. Zerstörer, einmal Twin Twister, dreimal das. Ich spiele nur einen Twin Twister, weil ich nicht so viel Zeug habe, was ich abwerfen möchte. Die ist ganz gut, die 1000 Lebenspunkte kann ich mir leisten. Gerade gegen Pendel ist das ganz wichtig. Eine zweite Krähe, weil ich, naja, ist noch vom letzten Meter. Ich habe mich momentan nicht so damit auseinandergesetzt. Früher hat man die gebraucht. Und zwei Chaosjäger gegen alles, was entfernt. Habe ich heute auch ein paar Mal eingesetzt. War ganz gut. Dann bedanken wir uns für das Deckprofil. Möchtest du noch irgendjemanden grüßen? Ja, ich grüße alle, die heute keine Zeit hatten von meinem Team, die leider nicht dabei sein konnten und das vielleicht gerne gewesen wären. Ja, das war's. Dann sagen wir damit, ciao YouTube.